willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal so gar keine Technik, wobei das ist nicht korrekt. Wir werden bestimmt die ein oder andere technische Raffinesse der letzten Jahre erfahren, aber mal komplett was anderes. Und zwar, wir stehen hier bei Ferrari Moll in Hannover. Ich kann so viel schon mal vorweg sagen, wir werden uns heute kein Ferrari bestellen. Das ist schade. Das ist nicht ganz unsere Preisklasse hier. Maxi und ich sind jetzt beides nicht so die Ferrari-Experten. Nein. Bei mir hörte es in der Geschichte beim 430 Scuderia auf. Das war immer so mein Traum-Ferrari. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Jungs uns da drin einfach mal so die Ferrari-Geschichte, die Tradition und so weiter ein bisschen näher bringen. So, weil vielleicht ist das Ganze ja ein Anfang und vielleicht kommen wir mal in den Genuss, so ein Ferrari zu fahren. Ich selber noch nie Ferrari gefahren. Ich glaube, ich bin sogar noch nicht mal mitgefahren. Vielleicht in einem 458 in Hannover mal. Aber selbst da, das müsste schon ein paar Jahre sein. Du, Maxi? Nee, auch noch gar nicht. Auch noch gar nicht. Nee. So, das heißt, absolutes Neuland und mein absoluter Volltraum. Also wenn ich mir eine Sache wünschen dürfte, ne? Dann wäre das eine Runde F40 auf dem Bilzerberg. Boah. Das wäre schon so die Endstufe, ne? Da wird es nicht zu kommen. Aber ich bin mal gespannt, was man bei Ferrari, weil ich muss wirklich sagen, Ferrari hat sich in den letzten Jahren optisch extrem gemacht. So, gerade so diese neuen Modelle sehen schon designtechnisch heftig aus. Und ich bin einfach mal gespannt, was man da so alles, was da so auf der Ausstattungsliste alles so zu finden ist. Was man da als Upgrades nehmen kann, welche Farben, welche Kombination, welche Carbon-Teile. Ich könnte mir vorstellen, so das Auto gibt es mittlerweile wahrscheinlich komplett Carbon. Und ja, so viel erstmal nur dazu vorweg. Wir gehen einfach mal rein und gucken. Aber als allererstes kriegt ihr einen schönen Porn. Jawohl. So, jetzt geht's los. Herr Pauli, darf ich du sagen? Ja klar, gerne, Till. So, der Till zeigt uns jetzt mal so ein bisschen Ferrari heute. Gerne. Also hier. Du bist Verkäufer hier? Sales Manager, genau. Mhm. Und ich kümmere mich darum, dass die tollen Autos auf die Straße kommen. Das wäre jetzt nämlich meine allererste Frage gewesen. Wenn man jeden Tag diese Autos sieht, ja, verliert man da irgendwann das Auge für? Oder ist es einfach? Nein, also ich behaupte einfach mal, wir haben den allerschönsten Arbeitsplatz in Hannover. Den's gibt, ja, also wer hat jeden Tag den Ausblick auf diese tollen Autos? Und das ist schon was wirklich Tolles und was Besonderes. Ich glaube, ein, zwei Sätze wären noch ganz cool. Einmal zu Ferrari Moll. Das war ja ursprünglich noch Ferrari Krüger. Das war Krüger und seit November 2015 sind wir so der nördlichste Satellit in der Moll-Gruppe. Mhm. Das heißt, es gibt mehrere Autohäuser von? Ja, die haben so um die 20 Häuser und doch, so viele, okay. Wir sind sehr stark im Düsseldorfer Raum mit Aston Martin, Lamborghini, McLaren und alles, was aus dem VW-Konzern kommt. Da sind wir gut aufgestellt. Also nicht nur Ferrari, sondern Nein, aber alles hier gewählt. Oben ganz, ganz hier nur Ferrari. Nur Ferrari. Ich stelle mir Ferrari als Marke schon ziemlich, ich sag jetzt mal, eigen vor, ne? Ja. Weil die haben ja schon ihr eigenes Design, immer arbeiten immer weiter dran. Wie ist das hier so, einen Ferrari, ich sag jetzt mal, Autohaus zu haben? Kommen die immer wieder auf neue Ideen, wie das Ganze aussehen muss? Ja, wir sind gerade damit fertig. Wir haben gerade eine neue CI bekommen, die Multimedia-Wende, die ihr drin gesehen habt, und die Kunden-Launch ist also neu gemacht worden. Das ist aber analog wie bei jedem Händler auch. Da gibt es alle paar Jahre mal eine neue CI und wir setzen die dann um. Also ist jetzt nicht so, dass extrem viel immer umgesetzt werden muss, sondern ist noch im Rahmen? Das ist im Rahmen. Das im Rahmen, das geht. Ich persönlich hätte jetzt schon gedacht bei Ferrari, dass das so richtig, ne, da muss alles akkurat, Vorstellung. Das hat sich jetzt tatsächlich nur auf diese Multimedia-Wende bezogen. Wir haben diesen wunderschönen großen Tisch, die Kundenwartezone ist neu gemacht worden, sind so Kleinigkeiten, aber wir haben das Autohaus also deutlich aufgewertet.
So, also wir sehen hier schon mal perfekt, ist schon mal Winterreifen drauf. Können wir direkt losfahren, Maxi. Ja, absolut alltägliche Autos oder alltagstaugliche Autos, auch mit Winterreifen bei dem Witterungsverhältnissen jetzt, perfekt. Erstmal eine Sache, die mir bei Ferrari leider immer am meisten auffällt, ist, die sind relativ hoch, finde ich immer, ab Werk. Ne? Ja. Also das ist so ein einziger negativer Aspekt, dass ich sag mal, für uns müsste so ein Ding wahrscheinlich immer direkt erstmal so 5 cm. Also die Einwände hören wir natürlich auch manchmal, aber ich argumentiere das so, ich behaupte einfach mal, dass Ferrari in Maranello Ingenieure sitzen hat, die genau sagen, der Abstand von der Karosse zum Reifen ist perfekt so, wie es da jetzt steht. Mhm. Das ist genauso wie der Sound, der aus dem Auspuff kommt, das ist das Fahrwerk. Und ich vermute mal, dass die da die richtigen Leute sitzen haben, die sagen, okay, für die Abstimmung ist das genau das Richtige. Mhm. Ja? Das heißt, Ferrari ist bis heute darauf hinaus, dass die Autos auch richtig, richtig funktionieren und nicht nur geil aussehen. Nein, die funktionieren richtig gut. Also das ist schon imposant, wie alltagstauglich diese Fahrzeuge geworden sind, in der Tat. Was ich bei Ferrari immer sagen muss, ist Sound, das haben sie auf jeden Fall drauf. Ja. So, für einen Serienauspuff immer, weil wir so aus der Tuning-Szene sind eigentlich so, Auto kaufen, anderen Auspuff dran, ne? Ja. Weil original klingt immer doof. Ja. Da ist es ja bei Ferrari so, die schaffen das tatsächlich, auch so diese 4 Liter Saugmotoren, die V8s, die hatten ja schon immer einen Sound, selbst im Leerlauf schon, wo du eigentlich dachtest, das muss ein ganz anderer Motor sein, um den Sound so irgendwie hinzukriegen. Ja. Ne? Also das muss man wirklich sagen, das haben sie soundmäßig schon so drauf. Ne? Ja. Absolut. Ist natürlich auch so eine gewisse Kernkompetenz, die man auch so ein bisschen von Ferrari erwartet. Mhm. Die fahren nicht nur schnell, die lassen sich nicht nur toll fahren, sondern man hört auch das gewisse Etwas, hört man da auch raus. Ist halt definitiv so. Ich glaube, jemand, der bereit ist, so viel Geld immer für ein Auto auszugeben, der steht da einfach drauf, wenn er bei sich in der Tiefgarage das Ding anmacht und erstmal 10 Sekunden... Gehört irgendwie mit dazu. Ja. Das ist einfach so. So, okay. Hier haben wir jetzt... ein F8. F8 Spider, genau, das ist also der Nachfolger vom 488 Spider. Das ist jetzt das aktuelle Modell und das ist auch im Prinzip so das Volumen, kann man nicht sagen, aber das ist so, wenn man die Augen zumacht und an Ferrari denkt, hat man so ein Fahrzeug vor Augen. Ich glaube, ich sehe hier Titanschrauben, oder? Jawohl, der hat Titanschrauben. Hat mein Auge doch direkt erspäht hier. Aber wahrscheinlich aufpreispflichtig bei denen, ne? Die sind mit einem kleinen Aufpreis behaftet. Ja. Kleiner, was heißt ein kleiner? 800 Euro plus Steuer. Ah, okay, aber das finde ich ja wirklich noch... Ja, alles gut. Das ist ja wirklich noch... Gibt Schlimmeres. Da sind wir auf jeden Fall... Wir müssen heute auf jeden Fall so ein bisschen den Spirit Ferrari rüberbringen. Ja. Weil ich glaube, in der Basis sind die Autos immer noch einigermaßen, ich sag jetzt mal vorsichtig, erschwinglich. Ja. Das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, aber man kann die richtig vollpacken. Ja, also bei richtig vollpacken sind wir jetzt hier. Hier sind jetzt so gute 90.000 Euro Sonderausstattung in dem Auto drin. Man sieht das vorne schon, die ganzen Carbon-Einlagen, Carbon-Spoiler vorne, andere Felgen mit drauf. Auch die Scuderia-Embleme, das ist eine Sonderausstattung bei Ferrari, das gehört nicht mehr zum Serienumfang. Das läppert sich eben relativ schnell, man kann das auf die Spitze treiben, wenn man dann noch andere Farben nimmt, die außerhalb der normalen Preis-Range sind, dann kann 80.000 Euro auch mal schnell getoppt werden, das geht also auch. Das heißt, Basispreis wäre normalerweise? Richtung 250. Mhm. Und es geht dann relativ flott auch schnell über 300 bei dem. Für den Spider schon? Für den Spider, ja. Okay. Das heißt, da gibt es jede Menge Sachen, die man da reinstecken kann. Ja. Ne? Also ihr habt ja grundsätzlich immer die Möglichkeit, zwischen Standard, Außenfarben und Lederfarben, also 16 Außenfarben sind ab Werk so mit drin. Also auch hier Grigio Silverstone. Wie wir sehen, Metallic Lack ist mit inklusive. Rosso Corsa, wenn man mal einen roten Ferrari sieht, dann ist 2/3 immer Rosso Corsa. Ja, ja. Und da gibt es aber so viel Abstimmung oder Abstufung noch, die dann also außerhalb der normalen Farbpalette sind, dass es teuer wird. Oder kann. Das heißt, nicht jedes Rot ist immer das Gleiche? Nein, also Rosso Corsa, das ist so das Standardrot. Wenn du früher Magnum geguckt hast, der war Rosso Corsa. Da erstmal jetzt direkt interessante Frage, wie viele Ferraris werden denn in Rot bestellt? Weil ich muss sagen, mein Ferrari wäre genau so, wie er da steht. Der Pista, Rosso Corsa. Ja, sehr gut. In Rot, ich finde einfach Ferrari, obwohl normalerweise ich würde jedes andere Auto in Schwarz nehmen, nur Ferrari finde ich muss auch Rot sein. Aber ich glaube, so viele sind das gar nicht in Rot. Die letzten Jahre ist es ein bisschen abnehmender, was die Farbe Rot angeht. Es kommt immer auch ein bisschen aufs Modell an. Mhm. Also die größeren Fahrzeuge wie 812 oder Lusso, die wurden sehr, sehr wenig in Rot bestellt. Ja, ja. Nach wie vor immer noch gut Rot. F8, 488, 458. Da wird immer Rot gerne noch genommen. Und besonders spannend ist, bei den eigentlichen Ersttätern bei Ferrari,
die sich den ersten bestellen, der ist meistens rot. Haben sie den zweiten oder dritten, dann gehen sie meistens ein bisschen weg davon, aber... Ich habe auch keinen, passt ja. Überwiegend und hätte einen rot. Ja, ja. Wie ist das bei Ferrari tendenziell so eher, man kommt hier hin und kauft sich direkt einen neuen Ferrari oder eher so meistens eher erstmal gebrauchte? Nee, sowohl als auch. Also das ist natürlich auch immer eine Frage des persönlichen Budgets und auch haben wollen. Also bin ich jetzt bereit, ein Jahr plus X auf ein Auto zu warten? Ja. Wir haben also Modelle, da warten wir 2 Jahre drauf oder die Kunden. Wenn einer sagt, ich muss jetzt unbedingt einen Ferrari haben, dann bitte das, was hier in der Ausstellung steht. Ja. Bis zu 2 Jahre auf einen Ferrari warten, ne? Ja, man muss sich das so vorstellen. Es gibt eben nur eine Produktionsstätte in Italien, das ist in Maranello. Und da werden alle Autos für den ganzen Weltmarkt werden dort gebaut. Okay, das heißt, es ist nicht so wie bei anderen Herstellern, dass die Autos an verschiedenen Plätzen gebaut werden. Alle in Maranello? Nur da. Punkt. Wie viele von so einem F8 werden ungefähr gebaut pro Jahr? Oh, das ist schwer zu sagen. Oder ist das nach Lust und Laune, also, wie sie da gerade der Espresso? Ja, ich weiß nicht, wie die das stückeln, in welchen Größenordnungen. Also Ferrari baut im Jahr irgendwo zwischen 9.500 und 10.000 Autos über alle Modellpalette. Alle Modelle sind. Davon gehen gute 10% nach Deutschland. Also Deutschland ist ein guter Markt für Ferrari. Aber wie das dann auf die Modellreihen aufgeschlüsselt ist, keine Ahnung. Aber 10.000 Ferraris pro Jahr ist jetzt ja auch nicht viel, ne? Für weltweit. Die fallen und wahrscheinlich in Zuffenhausen am Tag vom Band, über alle Modelle. Ne? Mittlerweile gibt es ja den F8, dann gibt es den Roma. Ja, Roma, ganz neu, die Nische von Ferrari jetzt besetzt, mit dem Portofino zusammen, an für sich so der Einstieg in die Ferrari-Welt. Wobei der Roma auch gut positioniert ist, den hatten wir ja in der Form so noch nicht im Portfolio. Und haben wir auch echt guten Zuspruch und gute Rückmeldung zu dem Auto. Was würdest du aus dem Bauch heraus sagen, die üblichen Kunden, die hier bei euch einen Ferrari kaufen, wie viele weitere Autos haben die so in der Werkstatt, wollte ich gerade sagen, in der Garage? Werkstatt hoffentlich nicht so viele, zumindest nicht von uns. Kommt so ein bisschen drauf an. Also 2 haben die alle in der Garage stehen. Ja, also das ist meistens so der dritte oder vielleicht ist es auch der zweite zu einem Daily Car. Dann nach oben hin natürlich keine Grenze mehr. Also ein Punkt, den wir im Rahmen dieser Videoreihe auf jeden Fall noch klären müssen, ist auf jeden Fall, früher hieß es ja wirklich, vorsichtig formuliert, zum Ferrari muss man sich einen Schrauber mit dazu kaufen. Ja. Aber die Zeiten sind ja schon lange massiv vorbei. Deutlich und zum Glück vorbei. Ja. Also die Autos sind wirklich total zuverlässig geworden. Und wir haben außerhalb der normalen Serviceintervalle, die also einmal im Jahr oder alle 10.000 Kilometer sind, fast nie ein Ferrari hier. Also die sind schon zuverlässig. Ja. Ja. Da kommt gerade einer. 12-Zylinder. Ja. Sehr gut. Hört man gleich. Ja. So, Thema 12-Zylinder. Hier haben wir in dem Fall, das ist immer noch der V8 Biturbo, wie aus dem 488. Genau richtig. Mit 720 PS jetzt. Den haben sie ein bisschen mehr Leistung mitgegeben, von 670 vorher zum 488, jetzt 720 PS. Ist der gleiche Motor, ist ja nun auch zum 4. oder 5. Mal Motor des Jahres geworden. Also das Aggregat ist super, was da drin ist. Was man auch mittlerweile, wenn ich mir das jetzt gerade so überlege, nicht vergessen darf, 720 PS Serie, da ist man ja im Vergleich als Beispiel zu Porsche auch schon weit, ne? Ja, also leistungsmäßig fangen wir im Prinzip da an, wo Porsche von ist. Der Stange endet, genau. Keramik, Serie? Serie, absolut. Gibt nur noch Keramik. Ja. So, jetzt habe ich eine Frage. Ja. Da wird in Zukunft jeder darauf achten, der immer einen Ferrari sieht. Warum steht auf den hinteren Sätteln das Ferrari immer so rum? Ja, gute Frage. Gute Frage, ne? Ja. So, das ist schon länger bei Ferrari so. Das konnte mir bisher keiner erklären. Wow. Vielleicht im nächsten Teil. Bin ich froh, dass ich nicht der Erste bin, der... So, hinten steht das immer... So, also es steht in Fahrtrichtung beides. Ja, okay. Aber das ist ungewöhnlich, weil bei Porsche und so kennt man das immer andersrum. Kennt man das andersrum. Also wow, ist mir nicht aufgefallen. Da steht beides immer zur Radmitte, also wie es da ist. Okay. So, und hier steht es nach da. Das ist eine Sache, die ich jedes Mal, wenn ich so ein Auto sehe, direkt... Wahnsinn. Okay, ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ja, jetzt müsste leider täglich drauf gucken und immer... Ja, auf jeden Fall. Und mir die Frage stellen, warum ist das überhaupt so? Ne? Ja. Okay, Keramikserie. Ja. Wie ist das in so einem Fall mit Radreifen? Ist jetzt 20 Zoll drauf? Ja. Gibt nur 20? Nur 20. Okay. Also einmal als geschmiedet oder einmal als gegossen. Das ist jetzt die geschmiedete Version. Es gibt dann noch die dritte Variante, das wäre das Carbonrad. Kann man auch noch haben, was auf dem Pista auch... Das ist es. Deswegen sind wir hier. Was man auch haben kann. Und jetzt ist es raus. Das wäre dann auch noch mal eine Variante, ja.
Wir haben so einen kleinen Running Gag aktuell. Ich habe zufälligerweise in meinen ganzen Videos immer so Wagen mit und wir wiegen immer alles. Ah, okay. Weil ich bei der Limo versuche immer noch leichter, noch leichter, noch leichter. Okay. Wir sind vorhin noch losgefahren und meinten, wir hätten die Wagen mit, nur hätten zufälligerweise okay. so ein Ferrari mal wiegen sollen. Also zufälligerweise. Also die Carbonfelge ist schon extrem leicht. Also ich kann sie euch nachher mal zeigen. Habt ihr eine da davon? Ja, und die ist schon extrem leicht. Also die ist wirklich ganz entspannt mit einer Hand hochzuheben. Also das ist enorm, was die da rausgeholt haben. Was wiegt so ein Auto jetzt, wie der hier steht? 1300 und ein paar kleine. Echt? Ja, ja. Und als Coupé dann, sage ich jetzt mal? Das tut sich nicht viel. Echt? Das sind 15 Kilo, 20 Kilo, die dazwischen sind. Aber der ist 1370, meine ich, wenn ihr das genau wissen wollt. Boah, da hätte ich jetzt ja komplett falsch gelegt. Ja? Ich hätte jetzt wirklich getippt 1500. Nein, nein, nein. Ist das hier schon, ist das noch irgendwie, ist das schon ein komplettes Carbon-Monocoque oder bestehen die Autos schon aus dem Alu? Nee, das ist schon Alu. Also ist noch Alu, okay. Komplett Carbon. Ah, Schlüssel müsste ich holen, habe ich jetzt nicht dabei. Macht nichts, komm, aber aufmachen. Können wir auch so reingucken. Ja. Ist noch Alu, okay. Gibt's von Ferrari ein Auto mit Vollcarbon-Monocoque? Außer so diese Extremsachen wie Hypercars. Genau, Hypercars. So heißen sie, genau, Hypercars. Wie ist das? Angenommen, ich würde so ein Hypercar bestellen wollen. Geht das? Nein. Oder ist das wirklich so, man muss schon ein paar Ferraris... Das ist den Top-Kunden tatsächlich vorbehalten. Okay. Die werden dann so ein bisschen belohnt für die jahrelange Treue. Und, das ist ja immer so ein bisschen Zwiespalt. Ne? Der eine findet das cool, der andere findet das nicht so cool. Ja. Ich persönlich kann es vollkommen verstehen, weil ich finde, wenn jemand wirklich jahrelang Ferrari-Fan ist, ne, dann muss man sowas halt einfach auch irgendwie in gewisser Weise belohnen. Ne? Ja, und das muss man einfach auch nur sinnhaftig erklären und dann versteht das an sich. Mhm. Okay, so. Was ist bei dem F8 gegenüber dem Vorgänger extrem anders? Also gibt es noch irgendwelche Features, die jetzt gerade neu sind? Also außer der Leistung. Also die Leistung haben wir gesprochen, das Fahrzeug ist leichter geworden und was besonders interessant ist, der F8 hat ein 3 cm kleineres Lenkrad als der Vorgänger im Durchmesser. Also erinnert mich an die 28er Lenkräder von früher. Das Fahrzeug ist vom Handling her extrem agil, es verschweißt sich also noch mehr, also Auto und Fahrer ist da also extrem gut. Ich glaube, wir brauchen doch einmal kurz den Schlüssel, weil wir müssen auf jeden Fall das Alcantara und so einmal zeigen. Ja, ist cool. Ja, geht, dann hol ich gerade. Kein Tipp. Ja, Carbonräder. Weißt du Bescheid, ne? Ja. Wusste ich doch, dass wir heute noch was lernen können. Aber 1370 Kilo, ja, finde ich. Für voll. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich die Wagen nicht doch mithaue, weil das hätte ich direkt überprüft. Ja. Ah. Okay, wenn man jetzt von hier drauf guckt, sieht man es aber, finde ich. Dass das Lenkrad kleiner ist. Ja, ja. Also, absolut. Es kleiner ist, könnte ich jetzt nicht erkennen, als nicht täglich Ferrari-Seher. Ja. Aber es sieht klein aus, um es mal so rum zu sagen. Ne? Ja. Man muss natürlich auch dazu sagen, das ist schon echt spacig auch geworden so mittlerweile. Ne? Ja, ich sag mal, wenn man jetzt wirklich drin sitzt, als Fahrer die Perspektive hat, man hat oben die LED-Schaltpunktanzeige mit den kleinen Rädchen, die am Lenkrad sind. Also es hat so ein kleines bisschen von Formel 1, soll es ja auch haben. Steckt ja auch genug Technik drin, die in der Formel 1 verwendet werden. Ja. Und was ich halt richtig gut finde, ist Blinker hier am Lenkrad. Weißt du? Das finde ich auf jeden Fall cool. Ich meine, klar, der Schalter unten ist seit Jahren wahrscheinlich der beliebteste Schalter in der Ferrari. Ne? Also jetzt in der Jahreszeit so im Wet- und Sportmodus ein bisschen hin und her schalten, macht auch schon Sinn. Das heißt, an dem Drehschalter ändert man eigentlich die ganze Charakteristik von dem Auto? Absolut. Über Auspuff, Leistung, Gaspedal? Nee, es geht an für sich, Gaspedal ja, Auspuff nein. Es geht an für sich nur um die kleinen Helferlein, die im Fahrzeug drin sind, die natürlich im Wet-Modus alle da sind und im Race-Modus oder CT-Off-Modus natürlich ausgemacht werden. Aber Auspuff kann man zusätzlich auch laut leise machen oder Ferrari immer laut? Nein, immer laut. Immer laut. Sympathisch. Finde ich gut. Immer laut. immer laut ist auf jeden Fall gut. Ja. Nee, das ist schon hier die Schaltpedals, das ist genau was für Marius. Finde ich auch definitiv. Es ist auch schön, die sind feststehend. Es gibt ja einige Marktbegleiter, da lenken die mit. Aber die feststehende Variante ist halt dann beim Fahren, weiß man halt schon immer, wenn irgendwie aus Reflex welche Seite. Ne? Also hier mal ein bisschen mutiger gewesen mit dem Orangen-Stitching. Das kommt auf dem grauen Alcantara an für sich schön raus und die Nähte gehen ja auch durch das ganze Fahrzeug mit komplett durch. Sieht schon fett aus hier. Guck mal von hier rüber. Erinnert es mich gerade so ein bisschen an den Abarth, ne?
Mit dem, ja. mit dem Streifen in der Mitte und mit den orangenen Nähten. Ne? Schwieriger Vergleich, aber jetzt beißt Italiener. Also hier haben wir jetzt auch den Carbon Racing Sitz. Also du siehst hinten ja eine komplette Carbon-Schale. Mhm. Der ist dann auch nur in Anführungsstrichen händisch verstellbar in der Höhe und auch die Lehne vor zurück. Also nichts Elektronisches, also auch keine Sitzheizung jetzt bei dem Sitz. Mhm. Kostet Aufpreis? Ja. Wahrscheinlich auch. 5,5 netto. Pro Sitz oder für beide? Schon für beide. Mhm. Aber ja, muss eigentlich da rein, ne? Weil ist halt wirklich ein schöner Sitz einfach. Ja, durch den Seitenhalt hat man also schon noch ein bisschen mehr. Gibt es den nur in einer Größe oder geht das da schon? Gibt es in drei Größen. Gibt es verschiedene Größen, ja. Ne? Ja. Das ist so eine typische Sache, wo man, glaube ich, beim Gebrauchtautokauf niemals drauf achten würde. Ne? Außer man hat einen S gekauft und ist 1,90 genau. groß und denkt, Mensch, und warum darf der nicht in L? Ja. Gibt es irgendwas an dem Auto, was man eigentlich nicht konfigurieren kann? Oder ist es wirklich so, dass man sich jedes einzelne Teil in eine passende Leder aussuchen kann? Also generell gibt es ja die Möglichkeit, Ferrari in Maranello zu besuchen. Da gibt es einmal das TaylorMade-Studio und einmal das Atelier. Und da sagen die an für sich zu nichts nein. Mhm. Also wenn du als Kunde hinkommst und hast da irgendwann mal eine ganz spezielle Farbe gesehen, kannst du ihnen das auch noch zeigen, dann rühren die für dich eine Farbe an. Also das machen die alles. Das geht dann aber nur vor Ort oder könnt ihr das von hier aus theoretisch auch? Wir können konfigurieren, aber wir können nicht so in die Tiefe gehen, wie dann die Kollegen in Italien. Mhm. Ja? Also ich kann euch gerne nachher was zeigen. Aber so in die Tiefe geht es bei uns nicht. Und zum Beispiel hier der Teppich, den gibt es nur so oder kann man da zum Beispiel auch sagen, ich hätte gerne einen Alcantara? Den oder so? Kriegst du auch in Alcantara und dann auch in unterschiedlichsten Farben. Okay. Also geht wirklich alles. Ja. Wenn ich den so bestelle, dann wie lange warten ungefähr? 1,5 Jahre. Echt so lange? Jo. Krass. Aber so kriegt, also, man halt diese Beliebtheit einfach hin. Also Ferrari, ne? Hat mal gesagt, wir müssen genau ein Auto weniger bauen, als der Markt verlangt. Und das schaffen die bis heute auch wirklich so hinzubekommen. Schaffen sie perfekt, ne? Mhm. Mhm. Ja, hier wieder zum Vorgänger das Besondere. Der F8 hat pro Seite wieder zwei Rückleuchten. Der 488 hatte ja nur eine. Ja. Verleiht dem Heck also nochmal ein bisschen Eleganz und trotzdem super viel Sportlichkeit. Und unten eingepackt, schön in den Carbon-Diffusor, alles schon, passt schon gut zusammen alles. Und bei dem 488 hat Ferrari dann auch angefangen mit diesem, ich sag jetzt mal, mit dieser aktiven Verspoilerung, dass sich so vorne die Stoßstange runterfahren kann und so weiter? War das beim 488? Nö. Oder war das schon vorher? Einen aktiven Spoiler hast du bei diesen Modellen gar nicht. Mhm. Ja? Also du kannst jetzt beim SF90, gibt es jetzt was? Nee, also ich meine jetzt in so einem Fall hier zum Beispiel, die verstellen sich doch, oder nicht? Beim 488 oder auch nicht? Können die sich beim 488 nicht so ein bisschen verstellen? Nein. Vorne, hier vorne auch nicht? Das? Nein. Okay, dann war ich komplett auf dem falschen Dampfer. Ich hätte schwören können, dass mir das mal einer beim 488 erzählt hat. Die haben, also der, am Unterboden kann man was machen, aber das hat was mit dem Anpressdruck zu tun, aber das ist nichts Aktives. Also das Auto entscheidet das Wenn für sich alleine. Du kannst jetzt nicht Knöpfchen drücken und sagen, hier mach mal Spoiler aus. Achso, aber das meinte ich. Also ich meinte schon. Nein. Also wenn, ist das Auto so schlau und würde das, wenn es das gibt, alles alleine entscheiden. Ja, wir gehen gleich mal beim 488 drin gucken, weil ich fand auch immer, dass beim 488 diese Zunge, die da drin steht, auch schon so aussieht, als wenn die sich verstellen könnte. Aber die ist absolut starr. Die ist starr, okay. Ja. Yes. So, ich würde sagen, wir gehen mal einmal drin zu dem Roten da gucken. Zum Pista. Weil der ist, glaube ich, Rennsport. Von innen noch spektakulärer, ne? Anders, weil er eben auch, wie Pista schon sagt, der ist für die Strecke. Das prägt dir das mal ein bisschen ein, wie das hier aussieht. Und dann gucken wir gleich mal in den Pista rein. Mein absoluter Traum-Ferrari ist ja ein 430 Scuderia. Ja, super. Ich weiß noch, ihr hattet ganz lange hier mal einen stehen. Den habe ich mir durch die Schaufenster angeguckt. Ja, ist ein cooles Ding. Sehr puristisch. So, genau, das ist ja von drinnen noch richtig. Ja. Richtig Rennsport. Ja, ne? Das ist was anderes. Absolut. Und wenn man einmal einen damals fahren gehört hat, die hatten ja damals dieses schnellst schaltende Straßen zugelassene Getriebe, sage ich jetzt mal, was es immer gab. Ich glaube irgendwie 35 Millisekunden Schaltvorgang oder so. Das war schon, das klang schon gut. Ja. Und die wogen damals übrigens auch 1300 ungefähr. Da sieht man mal, was sich dann doch so getan hat in der Zwischenzeit. Gut, Leichtbau, ne? Also alles, was man hier an Materialien rausholen kann. Und Gewicht ist ja immer ein Thema. Ja, ja. Nicht nur Leistung, sondern auch Gewicht. Yes. So, wir gehen einmal drin gucken. Gerne. So, Till, pass auf. Jetzt ist mir jetzt gerade aufgefallen, auf der Seite ist ein Bremssattel nochmal andersrum. Auf der anderen Seite war das Ferrari nach vorne geschrieben. Ja. Und hier steht es jetzt bei beiden Sätteln nach hinten geschrieben. Also da bin ich echt mal gespannt. Brutal. Wir werden mit Sicherheit einen Kommentar drin haben, der genau weiß, warum, wieso, weshalb. Weil zum Glück. Also Kommentar bitte weiterleiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Ferrari Zufall ist. Das wird sich ja... Es wird garantiert bei Ferrari hat ja alles irgendeinen Grund. Und auch das wird sicherlich irgendwie Grund haben. Aber mir, ganz ehrlich, ist es tatsächlich echt nicht aufgefallen.
vielleicht irgendwie auch, ich sag mal, mit der Perspektive zu tun, wie man vielleicht neben so einem Auto fährt. Weil sobald die Felge sich dreht, kann man ja immer schön lesen, was ja, auf so einem Bremssattel draufsteht. Ne? Okay. Vielleicht ist das ja so, dass übertrieben gesagt, Ferrari links schneller fährt vorne. Ne? Das heißt, wäre denkbar. Und von der anderen Seite, okay. Wäre das. Wir werden es beides. Okay. Wow. So, jetzt sind wir... Ja, das ist halt genau so... 488 Pista. Wie du sagtest, der erste Ferrari rot so ungefähr. Ja, ich Rosso einfach, Corsa. Das heißt, ich muss noch einmal auf diesen Punkt mit den Rottönen. Das heißt, ja. Es gibt wirklich verschiedene Rottöne. Ja, ja. Es gibt total unterschiedliche. Also von hellrot. Ich muss einmal ganz kurz unterbrechen. Wir müssen das einmal kurz. Ja, natürlich den Soundkurs mitnehmen, sonst würden die Zuschauer glauben, was quatschen die ganze Zeit da, ne? Aber finde ich sympathisch, dass es nur laut gibt. Das finde ich, find ich schon mal gut. Es gibt natürlich auch immer welche, denen ist das nicht genug. Die helfen dann ein bisschen nach, aber von zu Hause aus, finde ich, ist der schon... Das ist halt so dieses typische Ferrari, so dieses... Ja, dieses dumpfe, so norige. Ja, nur dieses dumpfe, so ein bisschen. Ja. Es gibt ja auch immer Autos, die... Oder haben wir? Hat eine schöne Form. Es gibt ja immer... Eine Sache ist ja, so ein Auto Volllast einen schönen Klang hinzukriegen. Ja. Das ist aber meistens der einfachere Teil, als dass so ein Auto auch so beim Rangieren so ein krasses Sound hat. Halt, ne? Ja. So, und das finde ich wirklich, hat Ferrari immer... Kriegen sie gut hin. Ferrari gut hinbekommen. Kriegen sie gut über die Drehzahl immer auch so ein bisschen gesteuert. Ja. Kann man was mit tun. Ja. Passt. So, jetzt können wir hier weitermachen. Rottöne. Sieht jetzt relativ, ich will nicht sagen dunkel aus, das kann jetzt auch so ein bisschen das Licht sein. Ne? Ja. Also es gibt in der Tat... zig unterschiedliche Rottöne. Wie ich eingangs schon gesagt habe, Rosso Corsa ist an für sich das Rot. Zwei Drittel aller roten Ferraris sind einfach Rosso Corsa. Das ist so das Rot, was man immer vor Augen hat. Das ist Rosso Corsa. Ist das dann von Modell zu Modell das gleiche Rot? Immer das gleiche Rot. Okay. Immer der gleiche Farbtopf? Ja. So, und als eine Sache kennt der Nicht-Ferrari-Experte trotzdem. Immer gucken, ob der Streifen drauf lackiert ist. Ne? Ja, genau. Oder nachträglich auflackiert, jawohl, aufgeklebt wurde. Also wenn man sich den Streifen mitbestellt vom Werk aus, kann man sich dann natürlich auch die Farben aussuchen. Ah, okay. Also das ist nicht immer Silber und Dunkelblau, sondern man kann auch sagen, ich hätte das gern Gelb mit Grün, geht auch. Und es ist grundsätzlich immer lackiert. Es ist nie foliert oder irgendwas, es ist immer lackiert. Kostet dann aber auch? Ja, kostet teuer. Auch. Ja. Richtig teuer. Weil das war nämlich das erste Aufpreis, was mir mal einer erklärt hat, waren irgendwie, ich glaube, 8.000 Euro oder so. Neun. Aber das ist halt ähnlich wieder, dass die Hypercars halt gewissen Kunden vorenthalten sind. So hat halt aber wir haben auch tatsächlich, ich sag mal, drei Viertel aller Pista-Käufer haben auch tatsächlich den Streifen drauf gemacht. Ey, ich find's auch. Ja. Also wir haben so ein, zwei, die gesagt haben, nee, ich nehme den komplett, entweder ganz in Schwarz oder einer hat ganz in Silber genommen, ist auch okay, aber... Ne, vor allem das ist bei dem mit der Corserie-Form finde ich halt gerade so cool, dass der Streifen jetzt durch diesen Lufteinlass halt so durchs Auto durchgeht. Ja. Ne? Das finde ich schon, das kann schon was. So, und ich hätte gedacht, dass diese hier verstellbar sind. Nein, okay. Nein. Falsch gedacht. Nein. Das ist aber auf jeden Fall mal eine dezente Scheinwerferanlage endlich. Ne? Das ist ja wirklich so. Ja, aber man sieht schon auch von der Front her, dass sich da aerodynamisch Ferrari was bei gedacht hat. Ne? Also den Anpressdruck, den die damit erzeugen, auch gerade dann in Verbindung mit dem Heckunterboden. Das ist ja Schöne daran, Ferrari verzichtet ja komplett auf irgendwelche Spoiler, so ein Meter Spoiler hoch. Stimmt, gar kein Spoiler hinten drauf. Und das ist eben das Schöne daran, die eigentliche Karosserieform wird dann nicht durch irgendwelche Spoiler zerstört. Und das ist... Ist da in dem Rot noch irgendwas drin? Nee, das ist so ein Uni eigentlich. Das ist ein Rosso Corsa, das ist ein Unilack. Mhm. Kein Metallic. Man kriegt auch Metallic-Lacke, klar, auch in Rot, logisch. Aber der Rosso Corsa, ganz klassisch Uni. Mhm. Dieses Auto ist theoretisch schon ein, zwei Jahre alt, ne? Ja, in der Tat. Das ist ein 18er Auto. Das ist ein Auto, was wir aus Italien direkt gekauft haben, von Ferrari aus. Mhm. Und...
den verkaufen wir jetzt gar nicht. Wie ist da so der Werterhalt gegenüber? Bei Sondermodellen generell immer. Ist krass bei Ferrari, ne? Ja, schon stabil. Stimmt. Aber das ist halt dann auch, dann derjenige, der das Geld halt hat, der gibt dann halt auch gerne die 9.000 Euro für den Streifen aus, ne? Weil er im Zweifelsfall nach 2 Jahren 10.000 für den Streifen wieder zurückkriegt. Ja, aber ich sag mal jetzt bei einem Auto, was so um die 3,50 im Neupreis ist, da fallen die 9, nicht falsch verstehen, weniger auf, nicht, ne? Ganz so ins Gewicht. Boah, guck mal hier, das ist natürlich auch, sehe ich gleich schon beim Draufgucken. Makrolon, ne? Ja. Man hört es auch. Klock, klock, klock. Und hier? Doch, auch Makrolon. So, aber da ist jetzt genau das, was du sagtest. Das sind natürlich vom Lenkrad her Welten, ne? Ja. Wenn ich jetzt das Lenkrad dagegen sehe, also sowohl vom Design her, ja. Der Airbag in der Mitte, ne? Ja. Also hier anderen. Haben wir jetzt noch Carbon Matt. Das ist sicherlich jetzt nochmal was anderes, weil das andere war ja Carbon hochglänzend. Mhm. Hier haben wir Carbon Matt. Und du siehst hier schon, es ist einfach alles mehr auf Gewichtsersparnis ausgelegt. Du siehst hier doch die relativ einfachen Türöffner. Ja, ja. Du siehst unten im Fußraum ist die eigentliche Platte. Das Auto ist wirklich, wie der Name Pista schon sagt, es ist was für die Rennstrecke. Ich fand am krassesten fand ich den Modellübergang 430 zu 458. Ja, deutlich. War der größte Sprung. Genau, da fand ich, hat sich so in Sachen Innenraum am meisten getan. Ja, in der Tat. Zwischen 458 und jetzt dem 488 finde ich nicht so viel. Karosserie nicht, aber da haben wir immer noch das Technik. Den Sauger Turbo. Zwei Turbolader, ja. Sind immer gut. Und dann zwischen 488 und F8 eben gerade ist dann doch nochmal wieder ein Unterschied. Ja, ne? Schon. Es ist auch so ein helleres Alcantara, ne? Ja, die Farbe heißt Charcoal. Was halt auch das Gewicht trotz haufenweise Airbags, ne? Ich sehe hier überall Airbag, ja, so ein paar also hat er schon. Klar, ne? Sicherheitsfeatures müssen natürlich auch drin sein, aktive, passive Sicherheit. Wird auch bei uns natürlich groß geschrieben. Ja. Michelin gerade wie Pilot. Die Fahrzeuge auch bewegt werden. Ne? Ja. Mhm. Das heißt, eigentlich wurde so ein Ding wirklich für die Rennstrecke gebaut. Ja, der ist an für sich für die Rennstrecke. Oder was wäre deine Farbe, Maxi? Die ist dunkelblau. Ah, dunkelblau. Du kommst immer auf so Farbideen. Mit gelben Bremssätteln und sowas. Du feierst ja auch dieses Oliv auch immer so, ne? Ja, aber haben wir zum Glück ja auch da. Dunkelblau mit gelb haben wir ja da. Ich muss schon sagen, ihr habt viele Autos aktuell hier, ne? Ja, wir haben ein bisschen was im Angebot, finde ich auch ganz gut. Und die Auswahl macht es ja auch gerade als Inspiration, wenn man sich mal was Neues bestellt. Ist es immer ganz schön, sich dann auch in der Ausstellungshalle was anzuschauen. Mhm. So, und die Scuderia-Embleme, sagtest du auch? Auch Aufpreis. Das ist Aufpreis. Selbst bei dem auch. Selbst auch bei dem, bei jedem Ferrari. Weil die Embleme, das ist ja von der Scuderia. Das hat ja eigentlich nichts mit der eigentlichen Automarke zu tun. Also jeder, der sich einen Ferrari kauft und die drauf macht, der fährt ja Werbung für den Rennstall. Ja, ja. Und das ist tatsächlich Sonderausstattung. Ah, okay. Das heißt, mit Scuderia ist eigentlich der Rennstall dazu? Ja. Mhm. Aber irgendwie sind sie auf fast jedem drauf. Also wir haben ein paar, die sagen, nee, wir haben hier zum Beispiel noch einen 458 stehen, der hat zum Beispiel jetzt keine drauf. Mhm. Ja? Aber ich sag mal, 98% bestellen die wirklich mit. Man sieht auch gleich, wenn man jetzt wieder einen 458 sieht, man hat sich jetzt so schnell an diese Lufteinlässe hinten im Seitenteil gewohnt, ne? Dass er dann beim 458 auf einmal irgendwie, denkt man sich, hä? Fehlt irgendwie fehlt. Ne? Ja. So, und hier, ich dachte wirklich immer, ich finde, dieses Teil ist so prädestiniert dafür, dass ich das jetzt hier irgendwie verstellen würde. Ich dachte immer, das leitet irgendwie die Luft nach oben, nach unten. Da. Passiert gar nichts mit. Cool. Die Farbe wäre sonst auch was übrigens. Boah. Ja, hast du mal reingeguckt? Ja, ist mir geil. Ist geil. Ist genau. Boah, heftig. Ja. Das ist natürlich immer eine krasse Farbe, ne? Absolut. Aber immerhin durchgezogen mit Bremse, gelb und so weiter. Aber wie gesagt, man kann wirklich machen, was das innere Auge einem so oder als Idee vorgibt. Ferrari sagt zu nichts nein. Mhm. Selbst wenn du, ich habe jetzt von einem gehört, der hat Jeans auf den Sitzen, fand die auch ganz gut. Es gibt welche, die haben Parkett im Kofferraum, F12. Parkett im Kofferraum. Ja, ja, Parkett im Kofferraum. Das war dann einmal der Jeanshersteller und der örtliche Fliesenleger. Ja. Nein, also wie gesagt, es ist, wenn man im Tailor-Made oder im Atelier ist, die sagen zu nichts nein. Allerdings möchten die dann auch nicht die Frage gestellt haben, ja, was kostet sowas, ne? Ja. Aber das ist schon krass, wenn ihr so von vorne reinguckst mit diesem Knall. Das ist absolut was Besonderes. Knallgelben Sitzen. Ja. Und das ist auch hier, ne? Man denkt immer so, da fehlt was, aber das ist halt. Das ist halt so. Aber auch da haben sich irgendwelche schlauen Köpfe genau das so überlegt: Bodenhaftung, Anpressdruck. Mhm. So, und das ist dann V12? Nein, Portofino. Nachfolger vom California. Mhm. Ganz normal, 8 Zylinder, 600 PS. Ja, auch Biturbo. Ja.
Ich hätte jetzt gedacht, dass die wegen dieser, mit dieser langen Front, dass da eigentlich auch schon 12 Zylinder. Nee, also wenn 12 Zylinder sind wir automatisch beim 812 oder beim Lusso. Das sind dann die einzigen. Welche, also das heißt, der 812 war auch der erste 12 Zylinder, den Ferrari, oder gab es schon mal vorher? Nee, F12 hatte zum Beispiel auch. F12. FS hat das auch. Also nee, ich war gerade beim F12. Ja. 599, das ist ja eine lange, lange Historie mit 12 Zylindern. Das heißt, das ist so der ich sag jetzt mal, Einstiegs-Ferrari für denjenigen, der so ein Auto auch noch viel nutzt. Der so. Ja, also das ist im Prinzip der Nachfolger vom California. Hat sich natürlich von der Form einiges getan über die Zeit hinweg. Aber das ist im Prinzip tatsächlich der Einstieg in die Ferrari-Welt. Einen kleinen Ferrari, sage ich jetzt mal, wie so Boxster Cayman bei Porsche, da gibt es gar nicht, ne? Nö, sind wir hier. Ja. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier. Jetzt können wir mal ein bisschen Farben gucken. Ja, haben wir ein bisschen was da. Also wir haben hier noch was ganz Cooles. Wenn ihr neugierig seid, dann. Ich sehe auf jeden Fall schon mal, das ist auf jeden Fall. Also wir haben jetzt wirklich ein Special hier. Also ich bin damals mit dem Kunden zu der Präsentation nach San Francisco geflogen, Auto angeguckt und das Produkt steht hier jetzt. Das hat der dann einen bestellt und jetzt ist er hier. Ich weiß nicht, ob der böse ist, wenn wir vor ihm drunter gucken. Wir schauen. Ich mache ihn mal nicht ganz runter. Aber ihr könnt schon sehen. Das ist auf jeden Fall jetzt genau das Gegenteil hierzu. Uni, und das ist natürlich ein krasses Perlmutt, ne? Ja. Ist das Perlmutt? Ja. Ja, Bianco Italia heißt die Farbe. Absolutes Highlight ist das blaue Carbon, was der hat. Das stimmt, das ist Tatsache. Ja. Und man ganz, ich glaube, das kriegst du schwer gefilmt, aber wenn man ganz genau hinguckt, sieht man wirklich noch so ein ganz bisschen. Und auch im Interieur, ein Pista ist ja normalerweise immer mit Alcantara und der Kunde hat gesagt, nö, nehme ich alles mit Leder. Also der hat dunkelblaues Leder mit drin, der hat komplett diese Variante mit Blau und Weiß durchgezogen. Hat er durchgezogen. Dann noch als Spider ist natürlich was extrem Besonderes. Ne? Sieht man jetzt auch wieder am Streifen, dass er den auch frei. Genau. Die eigentliche Anordnung des Streifens ist aber vorgegeben. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, ich will... Doch, auch das geht. Echt? Ich war mit dem Kunden im Atelier und der hat gesagt, er hätte gerne die Anteile des Streifens. Er hätte gerne diesen eigentlichen Block in der Mitte, hätte er gerne ein bisschen dünner. Und dafür hätte er gerne die äußeren ein bisschen breiter. Das geht alles. Ja? Man kann auch nur zwei dicke Streifen über die Motorhaube haben oder zwei dünne, das machen die alles. So, jetzt muss ich mich selber gerade erstmal ordnen. Also es ist theoretisch, wir haben jetzt einen 488 Pista als Spider. Ja. Wie heißt der dann? Weil die haben ja meistens immer... 488 Pista Spider. Okay. Weil die früher die Sondermodelle... Ja, spezielle Aperta oder... Und so weiter. Wie kam man auf diese Namen immer so? Boah, keine Ahnung. Haben sie in Maranello... Keine Ahnung, müsste man mal nachfragen, ob was Aperta als Abkürzung steht oder im italienischen... Ja. Also Aperta heißt im Italienischen, glaube ich, Cabrio offen. Dann sind so wir da. Ne? Weil ich weiß ja, bei Lambo ist es ja so, dass die sich irgendwelche Stiere immer gesucht haben, irgendwelche bekannten Stiere. Deswegen. Also bei Ferrari ist es ja immer oder oftmals die Mischung aus PS und Hubraum. Ne? Also 812, 488, lässt sich alles gut ableiten. Von der Seite sieht man das Blau viel krasser mit dem Licht. Ja. Also hier sieht man auch den Streifen, dass der... Ist von hinten für mich gerade eine Farbkombination, hat ein bisschen was vom Ford GT, finde ich irgendwie. Ne? Ja? Mit dem blauen Streifen. Ja, das ist so. Also so ähnlich ist das Auto auch damals in San Francisco Weltpremiere vorgestellt worden. Also kleine Details hat er geändert, aber so ist das Auto tatsächlich mal gezeigt worden. Oh, krasse Farbkombination, ne? Ich finde es mega. Richtig schön. Richtig. Aber wenn du dir wirklich einen aussuchen würdest, würdest du dann wirklich eher sowas nehmen als so ein klassisches Rot? So. Echt dunkelblau? Steht ja schon, Blue Pozzi. Genau so. Ja? Können wir theoretisch die Farbe des Ferrari-Schriftzugs wählen? Oder ist er immer Silber? Der ist Silber. Der ist immer Silber. Tatsächlich. Ja, da tun sich ja viele Hersteller bis heute schwer, da mal in andere Richtung Farben zu gehen. Ja. Auspuffanlagen gibt es nur eine immer? Es gibt drei unterschiedliche Endrohrvarianten. Ja, du siehst ja hier ganz gut, da ist zum Beispiel jetzt eine andere runter als hier. Das ist jetzt die Variante in Schwarz. Es gibt was mit Keramik. Es gibt was mit Titan. Aber das Edelstahl. Ist nur der Endtopf? Also nur das die ist, nur, das immer, ist nur eine Optik. Hier sieht man jetzt auch wirklich, das, ich bin gespannt. Hier siehst du das Carbon hier durchschimmern? Da wären wir wieder bei der... Ja, mit der Kamera wird schwierig, ne? Bisschen, ganz minimal, krass. Ja, cool. Und auch so diese, wie das ganze Carbon halt so gestaltet ist, ne? Ja. Es schmiegt sich alles so... So, weil das ist ja auch so eine ursprüngliche Ferrari-Form, dass die Rückleuchten irgendwie so nach hinten, nach oben rausgucken. Ja. Plus generell dieses runde Rücklicht. Ja.
Und dann ist ja dieser, finde ich, ist der Tankdeckel schon fast irgendwie süß hier im Seitenteil, ne? Ja, da halten sie auch tierisch dran fest. Also der wurde genau wie diese kleinen Blinker, den in die Spiegel. Das ist nämlich, ich glaube, es gibt nichts, wo Ferrari länger dran festgehalten hat als an den Seitenblinker. Und auch die Spiegel, also in der Form, waren schon beim 430 so ungefähr, ne? Jetzt sehe ich aber gerade, der Kunde hat tatsächlich mal ohne Embleme bestellt. Ja, ne? Das hat aber auch einen anderen Hintergrund. Das ist noch nicht ganz fertig, dieses Auto. Mhm. Da wird also auch noch ein anderes Emblem wird noch auflackiert werden. Verstehe. Ja. So, Maxi, das sagst du, wäre deine Farbe hier, dunkelblau. Ja, genau so. Würde ich nehmen. Ja, hier dunkelblau mit Schokolato, gelbes Stitching. Das ist mehr so die schick, edel, sportliche Fraktion. Ja. Ja? Ein bisschen Understatement noch so, ja. Ne? Ist nicht gleich gibt's so. Das bei Ferrari? Ja, doch, finde ich schon. Weiß ich gar nicht, ja? Schon. Also wenn klar, hier hört es dann wieder auf, weil das ist halt wirklich unübersehbar. Ist ja auch genau so, du fährst im Auto und guckst halt genau so. Ist schon genau an der richtigen Stelle. Das aber ich bin bei dir mit einem blauen oder dunkelblau oder schwarz. Da fließt man eher so mit. Ja. Mit einem roten wird man relativ schnell als Ferrari-Fahrer ausgemacht. Ja. Also da hinten haben wir, glaube ich, auch noch was Besonderes, ne? Ja, also jetzt wird es besonders. Wird's noch teurer. Ja, deutlich. Das sieht auf jeden Fall schon nochmal ähnlich aus wie das. Ja, yeah, right. Das ist nochmal, aber den kann ich euch leider nicht zeigen. Da möchte der Kunde ihn doch als erstes selber sehen. Ja, wenn wir schon bei Sondermodellen sind, dann sind wir hier auf jeden Fall genau in der richtigen Adresse. 458 Speziale Aperta. Das ist... Von den Autos, den Sound wird man halt nie vergessen. Ja, ne? Das ist so. Also klar, der Sauger-Sound ist einfach unverkennbar. Ja. Das ist einfach so. Dieses und den wird man auch zukünftig über die Turbomotoren nicht hinkriegen. Kriegt man das nicht hin. Und das ist wirklich noch also da, wo was ich da, extrem Besonderes. Wie ich schon sagte, das hat Ferrari definitiv extrem gut hinbekommen, aus diesen V8 Turbomotoren diesen Sound so hinzukriegen. Ja. Aber das war halt wirklich noch ein Sound. 488 Speziale, Aperta. Aber das ist jetzt Uni-Schwarz, ne? Das ist Uni-Schwarz, genau. Hui! Ja, der hat so eine, der hat so eine kleine Wertsteigerung im Laufe der Zeit. Ja, also da freut man sich als Geschäftsmann auf jeden Fall. Ja. Okay, was natürlich erstmal heftig ist, 2015er Auto mit, man denkt, hier fehlen ein paar Nullen, 750 Kilometer gelaufen. Ja. Das haben wir gar nicht eingefahren, ne? Stimmt, ja. Eingefahren ist er noch nicht, das stimmt. Ja, das heißt, ist der, wie stellt man sich so ein Auto dann vor? Ist der einfach direkt gekauft worden und stand seitdem nur rum oder hat der schon ein, zwei Besitzer gehabt? Das Fahrzeug hat zwei Besitzer. Zwei sogar schon, okay. Ja, das erste war im Prinzip der Herr, der den abgenommen hat, hat den aber auch nicht bewegt. Dann ein zweiter Kunde und der ist den ein bisschen gefahren, aber auch nur zu ganz ausgewählten Fahrten. Mhm. Mhm. Aber der Wagen wurde im Prinzip von unseren Leuten in der Werkstatt mehr gefahren für den Service als für den Halter. Wie ist das bei so einem Auto? Steht so ein Auto bei euch lange? Oder gibt es da echt einen Markt für? Da gibt es einen Markt für. Da muss man so ein bisschen Sitzfleisch haben, weil du hast das Preisschild gerade gesehen. Ja, halbe Million aufwärts. Ja. Da muss es sicherlich den richtigen treffen, der sagt, ich wollte schon immer einen Speziale Aperta in Schwarz mit rotem Streifen haben. Mhm. Ja? Stimmt, ja. Und dann auch noch, das ist ja dann auch eigentlich so ein, ich sag jetzt mal vorsichtig, so ein halber Streifen, weil dadurch, dass die Mitte wieder relativ breit in Schwarz ist. Ja. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, werde ich darauf achten, immer, wie der Streifen... Immer rüberfassen nee, erstmal. Ja, das habe ich schon. Nee, wie der Streifen so aufgeteilt ist, weil ich hätte nicht gedacht, dass man selbst das... Ja, du siehst da vorne bei dem 488, der hat nur einen Streifen, zum Beispiel in der Mitte. Ja. Moment, das gefällt mir nicht. Ja. Da ist schon so. Also das Auto hat ein historisches Vorbild, der 488. Das ist ein besonderes Auto, weil zum 70-jährigen Jubiläum der Marke Ferrari 2017 hat Ferrari pro Modellreihe und Modell 70 Autos aufgelegt. Mhm. Und das ist einer davon. Also das ist ein One-Off, den gibt es nur einmal. Und die 70 dann auch genau so? Nein, oder? Alle unterschiedlich. Alle unterschiedlich. Die haben irgendwie alle ein historisches Vorbild. Und wir können gleich mal reinschauen, der hat dunkelblaues Leder innen drin, was aber antik ist. Mhm. Und wenn wir vorhin gerade hier so ein bisschen geschmunzelt haben über 720 Kilometer, dann gucken wir da mal drauf, ich glaube, der hat 120 Kilometer. Das wäre so eine Streifenkombination eigentlich, die so bei Limo gepasst hätte damals. Weißt du, uni-schwarzes Auto, schwarz plus so mit dem Alu. So, ne? Sieht natürlich bei einem A4 ganz anders aus als auf dem 458 Spezial Aperta, aber man kann ja mal träumen. Ja, krass, Uni Schwarz. Aber was hat der damals neu gekostet? 2,15?
So 3,20, 3,30, irgendwo da in der Richtung. So, da haben sich ein paar Leute auf jeden Fall dann gefreut. Jo, absolut. Hätte man damals einen kaufen können oder war auch schon so schwierig zu kriegen? Sondermodelle ist immer mit Fragezeichen. Hm. Also wie gesagt, das ist wirklich eine Belohnung für gute Ferrari-Kunden, die der Marke echt schon lange treu sind. Ja. Auf dem Pre-Owned-Markt, also Gebrauchtwagenmarkt, gibt es die Fahrzeuge, aber die sind stabil und werden auch gut gehandelt. Wenn man gute haben möchte, auch schwer zu kriegen. Aber ich muss auch dazu sagen, dafür, dass das ein 2015er Autos ist, sieht der noch relativ modern aus. Total, also zeitgemäß, oder? Genau. So, also klar, so ein paar Details und so weiter. Ja, sowas ja. wie halt mit der Scheinwerfer-Reinigungsanlage und so. Ne? Ja. Aber ich behaupte mal so, dass wir ja schon uns gut mit Autos auskennen. Ja. So, der Laie wird das nicht sehen. Nee, also finde ich auch. Selbst jemand, der ein bisschen Plan von Autos hat, der würde sagen, hey, modernes Auto. Ne? Genau, du stellst die beiden Autos nebeneinander und die 5 Jahre erkennt er nicht. Nein, also das ist schon. Bin ich bei dir. Das ist schon. Ja. Das ist schon heftig. Wieder dein dunkelblau. Ja, ist wohl die gleiche Farbe. Es gibt mehrere dunkelblaue, oder? Auch, auch hier ist das ein weites Feld. Das stimmt. Das ist aber. Wir brauchen doch noch. Ja, aber guck mal. Guck dir mal den Tisch und guck dir mal den 458ern, auch mit dem roten Streifen. Wir hatten am Anfang den 458 auch hier stehen. Weil das echt total passend identisch ist. Tisch gibt es dazu. Und auch, lackiert. Wenn man den hier rausbekommen würde, könnte man sich den oben drauf schnallen, ja. Mhm. 70 Jahre, 47 bis 2017. Ja. Aber auch stolzer Preis dann für eigentlich. Aber One-Off, wir sprechen von einem Auto, das es genau nur so einmal gibt. Genau, dafür, dass es halt kein Spezialer ist, sondern eigentlich ein normaler ist. Ja. Das heißt, das ist dann was für denjenigen, der wahrscheinlich eher 10, 15 Autos in der Sammlung so ungefähr hat. Stellt man sich weg, ja. Weil mit 130 Kilometern ist das natürlich auch halt Neuwagen, ne? Quasi. Ah, okay. Und ich vermute jetzt einfach mal, das Leder ist gewollt, dass es so aussieht. Genau. Das ist so ein bisschen Vintage-mäßig. Genau, ich wollte gerade erst schon sagen, aber nee, das ist so gleichmäßig. Es hat so ein bisschen was von used in neu, ne? Ja. Man muss irgendwie leider immer einmal vorsichtig antesten. Also ich glaube, wir haben im Augenblick nur Originale hier. Wie ist das in so einem Fall angenommen? Ich habe da einen Unfall mit. Doof, ne? Ja. Hätte ich jetzt auch gedacht, weil... Grundlegend ist doch doof. So, weil das so, also klar, ohne Übergang kriegt das jeder hin, aber ist halt dann irgendwie schon ein bisschen schwierig, wenn das auf einmal nicht mehr so... Das ist sicherlich dann für jeden Meisterbetrieb eine echt große Herausforderung, dieses Teil wieder genau A in dem Farbton und dann auch noch mit dem Weiß und dann auch noch so passend. Also generell ist das ja schon unschön, wenn man da irgendwas dran hat, aber hier bei den Modellen, wo ein Streifen drauf ist. Habt ihr, wo wir gerade beim Thema Werkstatt sind, ihr habt ja auch eine Werkstatt hinten drin? Jo. Habt ihr ein F40 im Kundenbestand? Im Kundenbestand, ja. Mein Traum wäre, so ein Auto mal von unten auf der Bühne mal so ein bisschen Technik ich gucken und so weiter. Bescheid, wenn das nächste Mal weil das sieht ja wirklich gegenüber so einem Auto oder auch so einem Auto. Welten. Ja, ja. So, ne? Absolut. Auch wenn man drin sitzt, denkt man sich Time Machine. Weil das ist ja ein richtig top neu modernes, vollwertiges Auto und das war ja damals noch richtig puristisch so. Ja, ne? Absolut, stimmt. Guck mal, Maxi, wenn du aus der Perspektive auf das weiße Auto gerade guckst, finde ich, es hat so ein bisschen was von einem GTR gerade, fand ich so, von der Seitenperspektive so ein bisschen. Formmäßig, oder? Ja, irgendwie das Weiß. So, mit den schwarzen Applikationen, oder? So, ne? Irgendwie so ein bisschen so ein bisschen. Ja, du hast irgendwie den Griff für die besonderen Fahrzeuge, ne? Ja, ich muss selber immer erstmal so ein bisschen gucken, damit ich nicht zu viel Quatsch hier erzähle. Ja. Tour de France. TDF. Ist in dem Fall das Besondere, nehme ich an. Sie. Was hat das damit auf sich? Hier sind wir auf jeden Fall schon mal bei 12-Zylinder. Wir sind auf jeden Fall in der 12-Zylinder-Fraktion. F12 Tour de France, das ist eben im Prinzip das Sondermodell. Das heißt eben jetzt hier nicht Speziale vom F12, sondern das heißt Tour de France. Mhm. Also wir warten so ein bisschen auf den 812, auf das 812 Superfast Sondermodell. Da wissen wir auch noch nicht genau, wie der heißt. Da ist jetzt so ein bisschen im Umlauf, dass er vielleicht GTO heißt oder so. Aber die Sondermodelle haben ja irgendwie immer einen kleinen besonderen Namenszusatz und hier haben sie sich eben Tour de France ausgedacht. Wenn du so ein Auto und so ein Auto fährst, merkt man da sofort einen riesen Unterschied? Absolut. Also ist wirklich so Motor vorne, total. Motor hinten, ganz anderes Auto? Ja, deutlich. Ja. Ganz anderes Fahren. Also hier in diesem eigentlichen GT-Segment ist es so, hier kannst du dich reinsetzen, fährst 700 Kilometer, steigst aus und sagst, oh, super. War gut. Und bei einem 488 oder beim F8, wo der Motor hinter dir ist und du die ganze Zeit nur das Gefühl hast,
die Pferde wollen von der Koppel runter und wollen nach vorne. Der Unterschied ist immens. Ja. Motor hier nämlich 12 Zylinder vorne für denjenigen, der es jetzt nicht direkt weiß. Okay. Welches von beiden fährst du lieber? Wenn du die Wahl hättest? Ich würde mich im Augenblick für den F8 entscheiden. Mhm. Und sogar so sehr ähnlich, wie er hier steht. Also das finde ich schon... In dem so, Dunkelblau und so. Ja, finde ich cool. Ja, finde ich cool. Ja. Jetzt waren wir nur gerade gar nicht drauf gekommen. Was hat das mit der Tour de France auf sich? Wie kommt das? Muss ich passen. Gibt es aber sicherlich eine Erklärung für auch da. Aber ist da groß optisch was dran anders? Zum normalen F12? Mhm. Ja, deutlich. Alles, also diese ganze Verspoilerung und so absolut. Hier, das ist alles sonst gar nicht. Das ist sonst nicht mit dabei. Hinten, das Heck ist komplett hier anders. Kannst du nicht vergleichen. Ah, hier, okay, ja, das ist klar. Das ist natürlich hier. Motorsport, ne? Ja. Es ist immer so bei Ferrari, dass die Sondermodelle eines Modells im Prinzip den Neuanfang des nächsten Modells einleiten. Das war ja beim Pista so. Da hat man gesagt, okay, Mensch, wie wird denn jetzt der F8 aussehen? Und was haben wir? Den S-Duck, der vorne auch beim Pista schon drin war, wurde jetzt in moderater Form beim F8 übernommen. Also die geben immer so ein bisschen vor, was kommt denn dann, ne? Cool. So, jetzt gehen wir noch mal einmal ins Atelier und gucken noch mal ein bisschen. Wir gehen mal in unsere Konfigurationsecke. Als allererstes derjenige, der so ein Ferrari konfigurieren will. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute schon relativ häufig ein genaues Bild im Kopf haben, was die haben wollen. Oftmals ja, aber wenn wir dann hier sitzen und Details wirklich sehr nah am Auto zeigen können, kommt da oftmals ein ganz anderes Auto bei raus. Ja? Also und es wird teurer. Ja, das ist ja der Sinn der Übung. Also klar, wenn man hier so ein bisschen was zeigen, was kann man alles machen? Guck, die Bremsen diesmal alle. Das heißt, man kann da selbst sogar die Farbe aussuchen. Ja, also serienmäßig, wenn du nichts bestellst, kommen die in schwarz-matt. Weil das ist ja bei vielen anderen Herstellern so, ist es dann halt zwischen Keramik und Normal gibt es immer so ein bisschen Wechsel, aber nicht so, dass ich sagen kann. Na. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde sie gerne in Orange haben, würden sie das wahrscheinlich vor Ort in Maranello auch möglich machen? Orange weiß ich jetzt nicht, das ist normalerweise nicht die Farbpalette. Also es gibt das, was du hier siehst, dann hast du Schwarz noch mit dazu, dann hast du ein Dunkelblau noch mit dabei, ein Gold gibt es noch. Mhm. Dann gibt es auch ein Dunkelgrau und ein Schwarz-Hochglanz. Mhm. Ob es jetzt da mit Orange, es gibt einige Sachen, wo die sagen, nee, machen wir nicht. Klar. Da gibt es da so eine andere Firma in Bologna, die machen ja viel mit Orange und Grün und so. Ne? Ja, genau, und das ist halt die nächste Sache, Orange passt halt leider nicht zu Rot immer, ne? Und Ferrari ist halt... Nicht so richtig. Rot, ne? So, hier mal so ein bisschen Auszüge mal aus den unterschiedlichen Sitzen. Racing-Sitz, der Komfortsitz, elektrisch verstellbar. Ein bisschen was an Felgen. Die sind alle vier theoretisch in einem Auto? Nee. Nein. Also du kannst ja immer ganz gut erkennen, überall wo so eine Lasche hier oben dran ist, das ist meistens aus einem Spider-Modell, wo dann der Gurt noch durchläuft. Ne? Mhm. Ja, Carbon-Sitz im... Ja. Gibt es hier Unterschiede? Gestickt und geprägt? Genau, also wenn du nichts bestellst... Also, das ist noch Ferrari-Verkäufer hier. Ja, dann hast du hier immer geprägt. Ja? Mhm. Nehmen auch viele tatsächlich oder einige. Wenn du sagst, hey, ich hätte das gerne zusammen mit dem Stitching in einer Farbe oder auch nicht, dann kann man das auch machen. Ich selber persönlich finde immer, dass hochwertiger und aufwendiger das Geprägte aussieht erstmal, wenn die Stickung nicht so perfekt ist wie hier. Ja. So, ne? Weil hier ist ja selbst die hat ja selbst Höhen und Tiefen. Das ist ja nicht nur gestickt, sondern das ist ja wirklich ein 3D-Stick zusätzlich. Ja. Dann ist das natürlich nochmal eine Nummer krasser, ne? Aber. Mhm. Und man kann diesen Racing-Sitz theoretisch in alle Modelle. Also heißt, ich kann jetzt in den F8 auch den Racing-Sitz? Ja, hatten wir ja klar. Draußen. Ja, klar. So. Also beim Portofino geht es zum Beispiel nicht, beim Lusso geht es auch nicht, weil natürlich auch die Charakteristik anders ausgelegt ist. Ja. Ferrari sagt ja, das sind Fahrzeuge 360 Tage im Jahr. Und dann landest du automatisch immer hier beim vollelektrischen Sitz. Ja. Ja? Ja. Ich habe leider keine Waage mit, deswegen muss ich den einfach mal so... Oh doch, der ist aber... Ja gut, du hast natürlich auch die ganze Schiene unten mit dran. Ja, nee, klar. Ja. Also dafür ist es aber noch gerade so jetzt auch zu heben, ist das schon noch. Aber wenn du mal den Hebetest machen möchtest, dann nimm mal die Carbonfelge raus. Die würde ich gar nicht erst überhaupt hochkriegen, deswegen ist das schon. Ja. Hier Carbonfelge, bedien dich. Die kann ich wahrscheinlich so mit der Hand vorsichtig rausnehmen. Also das ist schon ein krasser Unterschied, ne? Das ist mal. Das ist auch das typische Ferrari-Carbon, ne? Ja. So, dieses Artium könnte uns jetzt sagen, wie es heißt. Keine Ahnung, Körpergewebe, wie auch immer. Ja.
Also die Struktur kommt schon ganz schön. Und hier sieht man es auch wirklich, dass es wirklich auch Vollcarbon ist. Ja. Muss man uns genauer angucken. Hier, ne? Na, hier sieht man es auch ganz schön. Mit so Inserts, ja. Mit so Inserts für die Schrauben. Und das hier ist natürlich krass. Und auch, fass mal an, wie dick das ist. Da weißt du mal, wie viel Material, wie viel Carbon da so drin ist, ne? Das wusste ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Das ist ja mittlerweile... Aber schon imposant, ne? Ja. Also kann man gut heben, ne? Also, wie soll ich den Zuschauern das jetzt erklären? Sie ist jetzt nicht federleicht, nee, weil das aber auch eine Riesenfelge ist. Ja. Ne? Das darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Das wird jetzt hier gerade, ja, weiß ich, so eine 10,5x20 oder so sein, würde ich mal so tippen, in dem Dreh. Weil das ist ja auf jeden Fall eine hintere. Ja. So, das ist schon, dafür ist das schon... Also du könntest mal zum Vergleich jetzt die Tour de France-Felge vom 812 nehmen, das ist die. Kriege ich da einen langen Arm wahrscheinlich auch nicht mehr aus. Nee, garantiert nicht. Das ist schon... Ja. Ich überlege gerade, ob es irgendwelche... Die gibt es nur in dem Design? Ja. Es rattert schon wieder. Aber wahrscheinlich, wenn man eine einzelne Felge bei, wenn man die mal kaputt fährt und nachbestellen müsste, also angenommen, ich kaufe jetzt vier Stück, kostet wahrscheinlich eine 4.000 Euro? Nee. Da, also wenn du die... Wenn du den, also wenn du sie auf dem Auto mitbestellst, also als einfachen Radsatz am Auto 20 netto, musst du da rechnen. Ja. Wenn du die als Komplett-Radsatz bei uns bestellen möchtest, weil du sagst, hey, die gefällt mir jetzt so gut, dann ist es das Doppelte ungefähr. 40, 10 pro Felge. Ungefähr. Und das Unschöne daran ist, wenn du dir eine kaputt fährst, sagt Ferrari, dann tausch mal bitte zwei. Zumindest achsenweise das raus. Wie ist da so die Resonanz? Gibt es viele Leute, die das schon so bestellen? Weil es ist ja schon so, man muss es ja optisch, muss man es ja einfach feiern. Ist ja so, ne? Absolut. Weil es gibt manche Leute, die wollen einfach zum Beispiel silberne Felgen haben. Ja. Oder es gibt welche, die wollen unbedingt schwarze haben. Ja. Und das ist ja so eine Mischung halt, ne? Aber wenn du dich jetzt auf die Carbon-Felge eingeschossen hast, dann sieht die grundsätzlich so aus. Mhm. Ja. Das heißt, wir reden Gewichtsersparnis gegenüber der normalen Felge, werden wahrscheinlich so 3-4 Kilo pro Felge sein. Ich würde vermuten, dass es mehr ist. Mehr so, ja. Ja. Krass. Ja, auf jeden Fall. Also man sieht ja schon, du kannst sie mit einer Hand wirklich relativ ist schon bequem. Für die Felgengröße ist ja schon leicht. So, gibt es noch irgendein... Ach hier, guck, hier haben wir sie in Blau. Da haben wir sie in Blau, da haben wir sie in Schwarz. Ja. Und ich könnte euch jetzt mal so ein bisschen durch die Lack, das sind Auszüge, ne? Also hier sehen wir mal ein bisschen davon, was kann man Stitching auf den Kopfstützen machen. Mhm. Und hier, das sind jetzt wirklich nur Auszüge. 1, 2, 3, 4, 5 Rottöne, ohne dass wir jetzt groß überlegt haben. Und das ist nur ein Auszug, ja? Das ist das, was wir unten haben? Ja, das ist Rosso Corsa, Rosso Scuderia und dann sind wir hier schon so in den Tiefroten, ne? Ja? Wobei das ehrlich gesagt eher mein... Rosso Scuderia, ja. Es gibt auch ein Rosso Dino, das ist dann sehr orange, aber wie gesagt, es gibt da zig unterschiedliche. Mhm. Das ist Carbon. Wir haben es in Blau gesehen und hier sind jetzt mal Auszüge, was man noch alles haben könnte. Das wird jetzt ganz schwer zu filmen sein, ne? Ja. Das geht sogar sehr gut hier gerade. Tatsache, ne? Sieht fast besser als unser Auge, ne? Weil ich kann kaum erkennen, aber das wird so rot-bräunlich sein, ne? Ja. Ja. Das heißt, man kann jedes Carbon in der Farbe variieren? Mhm. Wenn du dich auf eine Farbe einschießt am Auto, dann solltest du die auch durchnehmen. Aber man kann auch dieses Carbon noch ein bisschen verschönern. Es gibt so Dreamlines, die man dann drumherum laufen lassen kann. Also auch da ist alles möglich. Ja. Babyblau. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Also Babyblau hängt neben Grigio Ingrid. Mhm. Das hat auch eine schöne Historie, weil dieses Grigio Ingrid hat ein historisches Vorbild. Und zwar hat eine gewisse Ingrid Bergmann mal einen Ferrari bekommen von einem ihrer Lover, den sie hatte. Und das war diese Farbe. Und darum haben sich jetzt Grigio Ingrid, heißt das jetzt eben weit. Seitdem heißt die Farbe so, ja. Grigio Ingrid, ja. Krass. Also es hat irgendwie alles eine Bedeutung. Es hat irgendwie alles eine Geschichte, ja. So, das ist eine Sache, das werden jetzt einige Tuner feiern, dass man tatsächlich die Gurte ausruhen kann. Ne? Ja. Weil ganz viele machen das nachträglich bei ihren Autos, das ist natürlich eigentlich illegal, einfach mal den Gurt zu ändern. Ja. Teilweise zumindest, es gibt auch ein paar mit. Aber ja. Also wir können es in Auszügen, und das sind auch alle die du bekommen kannst, inklusive Schwarz natürlich, die du mitbestellen kannst. Boah, das ist schon krass. Ne? Ja.
Aber mit Schwarz innen drin, roter Naht, roter Gurt, kann man auch mal so ein bisschen sportlich was machen. Ich persönlich bin einer, ich würde diesen ganz normalen Dreipunktgurt einfach immer in Schwarz machen, weil ich finde irgendwie so auch über Klamotten und so. Ja, aber wenn du jetzt eine, ich sag mal, eine hellbeige Ausstattung hast, wie du das hier siehst, dann ist sowas natürlich auch nicht schlimm. Ne? Ja, aber das ist totale künstlerische Gestaltung. Also da gibt es auch nicht richtig oder falsch, es ist rein nur Geschmack. Ne? Ja, und dann gibt es halt noch. Ja, auch das nur Auszüge aus Lederfarben. Wir haben noch so eine Bücher, wo man sich alles nochmal nachschauen kann. Das geht dann bis hinten zu den Fußböden. Wir hatten das ja vorhin mal. Mhm. Ne, wir haben den gesehen, jetzt kriegst du was in Rot. Also auch da geht irgendwie alles. Geht alles, ja, ne? Und dann auch noch in Velour oder Alcantara. Nichts ist unmöglich. Okay. Ja, ich würde sagen, da haben wir jetzt gut Material wieder zusammenbekommen von einer kleinen Modellpalette. Ist jetzt, glaube ich, doch wieder eine knappe Stunde oder so geworden. Ja, aber war ein schöner Ausflug, würde ich sagen. Auf jeden Fall was gelernt. Vielen Schön. Dank dafür. Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, Teil 1 belassen wir jetzt erstmal hierbei. Okay. Und überlegen uns mal, was man noch so in der Zukunft machen wird. Ne? Kommt rum. Ich habe ja gehört, es gibt eine R40. Ja, es die gibt Werkstatt ist ja direkt hinter, ja, das heißt, ich kann den R40 schon fast hören. Ja, quasi. Ja. Nein, guck mal. Vielen Dank für alles, vielen Dank für die Führung. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.